That is an interesting device you're building. What is it? It's going to be a foam cannon? That looks a lot like a regular slide, but I have a feeling this might be something different. We're going to need more pieces to finish it. Good job, Billy. Going back for more? Come on, Ed, you can do it. Pull harder. Uh-oh, now Billy is trapped. Great work, guys. Almost finished. Whoa, Ed. That looked like fun. What is that? Wow, it made that box grow huge. And now it's back to normal. Watch out, Billy. Put him back like he was, Ed. Oh no, now he's giant. Run, Ed. Watch out, Charlie. Okay, guys, it's time to stop playing around now. We have work to do. Ed, put them back to normal. Oh, I get it now. You built everything small, and now you're making it big. Whoa, Charlie! You might want to let go now, Charlie. Ready to try it out? Charlie, you go first. Wow, you're inside a big bubble now, and you're floating. Who's next? This is amazing. Here we go, floating up and around through the slide. Wow! Get ready! Splash time! That was fun! See you next time! Hallo Freunde! Bereit für einen weiteren tollen Tag im Vergnügungspark? Großartig! Aber bevor wir spielen, haben wir noch etwas zu erledigen. Heute bauen wir eine große Kaugummimaschine. Aber vorher müssen wir alle Teile dafür finden.
Hast du etwas entdeckt, Ed, der Bagger? Billy, die Planierraupe, kann dir einen kleinen Schubs geben. Sieht aus wie ein großer roter Stöpsel. Kommt, wir bringen ihn rüber zu den Rädern. Es müssen noch mehr Teile hier herumliegen. Sucht weiter. Hey Charlie, was ist denn dort auf dem Karussell? Das ist der Torso von dem Truck, der die Kaugummis macht. Kommt, wir fangen an, die Teile zusammenzusetzen. So ist es richtig, Charlie. Du hältst den Torso, während Ed die Räder anbringt. Billy, willst du schon wieder eine Fahrt auf dem Riesenrad machen? Oh, da ist ein Teil der Kaugummimaschine auf dem Riesenrad. Ed hat etwas gefunden, das groß und rund wie ein Ball ist. Bring es zum Truck, dann schauen wir, ob es passt. Perfekt. Und Billy hat die Stoßstange gefunden. Jetzt müsste die Kaugummimaschine mit Süßigkeiten gefüllt werden. Billy, du willst sie mit Bällen aus dem Bällebad befüllen? Nein. Ed, hast du eine bessere Idee? Wow, du hast Behälter voll mit Kaugummi gefunden. Einen mit grünen. Einen mit roten. Und einen mit blauen. Bringen wir sie zur Kaugummimaschine und füllen sie auf. Charlie kann die kleinen Behälter anheben, um sie in den großen Behälter zu entleeren. Blau. Rot. Und grün. Jetzt noch der Stöpsel drauf und wir sind fertig. Hat jemand Lust auf ein Kaugummi? Großartige Arbeit, Jungs. Zeit für ein bisschen Spaß im Vergnügungspark. Bis bald, wir sehen uns. Hallo Freunde, seid ihr bereit für einen weiteren spaßigen Tag in Baustadt? Großartig, was werden wir heute unternehmen? Oh, ihr wollt eine Mauer bauen aus verschiedenfarbenen Steinen? Dann fangen wir an. Schaut, wir haben verschiedene Farben, mit denen wir arbeiten können. Schwarz, blau, grün, rot und weiß. Fangen wir damit an, einen grünen Stein zu machen.
Großartige Arbeit, Billy die Planierraupe. Fantastisch. Charlie der Kahn, deine Aufgabe ist es, alle fertigen Steine auf deiner Ladefläche zu verstauen. Billy, kümmere dich um noch mehr Grüne. Und Ed der Bagger, wie wär's mit etwas Weiß dazu? Lasst uns ein paar Farben mischen, um andere Farben zu erhalten. Gute Arbeit. Jetzt haben wir ein helleres Grün. Lasst uns Schwarz zum Grün mischen. Ich bin gespannt, was da für eine Farbe rauskommt. Wow, Grün und Schwarz ergibt ein dunkles Grün. Lasst uns ein paar andere Farben ausprobieren. Billy, hol mal eine große Schaufel Blau und Ed fügt ein paar Grüne dazu. Schaut euch diese hübsche blau-grüne Farbe an. Sie heißt Cyan. Wow, großartige Arbeit. Lasst uns jetzt einen gelben Block machen. Dafür brauchen wir Grün und ein bisschen Rot. Perfekt. Ich frage mich, was für eine Farbe herauskommt, wenn man die gleiche Menge an Blau, Grün und Rot zusammentut. Versuchen wir es. Wow, das ergibt Grau. Charlie, deine Ladefläche ist voll. Zeit, die Steine zur Baustelle zu bringen. Großartige Arbeit alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Guten Morgen, Freunde. Seid ihr bereit für einen spaßigen Tag auf der Rennstrecke? Ed der Bagger, Billy die Planierraupe und Charlie der Kahn? Heute müssen wir die Rennstrecke fürs große Rennen vorbereiten. Was sollen wir bloß mit all diesen Reifen machen? Sieht so aus, als sollten sie am Rand der Rennstrecke aufgestellt werden. Billy, kannst du Ed helfen, einen Stapel Reifen die Rennstrecke runterzubringen? In deiner Schaufel kannst du einen ganzen Stapel Reifen transportieren. Ed schafft immer nur einen zur Zeit. Die Reifen müssen alle in einer Reihe liegen, bevor wir die großen Barrieren platzieren können. Gute Arbeit, Billy. Du stellst die Barrieren auf, während Ed mit den Reifen arbeitet. Ich glaube, Billy macht eine Pause. Ed, willst du die Form von Billys Reifen verändern? Glaubst du wirklich, ein viereckiges Rad wird funktionieren? Ich glaube nicht. Und wie sieht's mit dem aus? Ein Sechseck. Charlie, der Kran kommt, um zu helfen. Ich glaube, die runden Räder funktionieren am besten.
Jetzt ist es aber Zeit, an die Arbeit zu gehen. Da gibt es noch eine ganze Menge Reifen, die auf der Seite der Strecke verteilt werden müssen. Wo sollen die hier denn hin, Charlie? Oh, die gehören auf die Innenseite der Strecke. Gute Arbeit. Nur noch ein paar sind übrig. Einer noch und dann ist alles fertig. Gute Arbeit, Jungs. Dann wollen wir sie mal ausprobieren. Bitte alle zur Startlinie. Fertig? 3, 2, 1, los! Sehr gut, Charlie. Was für ein großartiger Start. Kommt schon, Billy und Ed, ihr könnt ihn noch einholen. Wow, schaut euch das an. Ihr beide habt Charlie überholt. Und es geht um die Kurve. Und es sieht so aus, als wäre Ed in Führung. Und es geht auf die Zielgerade, Jungs. Schaut euch das an. Charlie und Billy liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wow, was für ein Finish. Großartige Arbeit alle zusammen. Und die Gewinner sind auf dem dritten Platz Ed der Bagger. Auf dem zweiten Platz Billy die Planierraupe. Und der Gewinner auf dem ersten Platz ist Charlie der Kran. Das hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Hallo Freunde, bereit für einen spaßigen Tag im Vergnügungspark? Aber bevor der Spaß beginnt, haben wir noch etwas zu tun. Heute bauen wir eine Zuckerwattemaschine. Ein paar Teile liegen hier schon, aber ein paar fehlen noch. Könnt ihr helfen, sie zu suchen? Ed? Billy? Die Teile könnten überall sein. Könnt ihr sie sehen? Du bist ja ein Adlerauge, Billy die Planierraupe. Aber wie wollt ihr an das Teil dort oben herankommen? Großartige Idee, Billy. Okay, Jungs. Nachher haben wir noch genug Zeit, um Spaß zu haben. Gut gemacht, Ed der Bagger. Sieht so aus, als hätte Charlie der Kran ein Teil bei der Hüpfburg gefunden. Das ist die Kanzel eines Trucks. Die gehört auf ein Fahrgestell. Was ist das, Billy? Das sieht wichtig aus. Findest du noch mehr davon? Ich glaube, Ed braucht eine kleine Pause, um zu spielen. Ups, der ging daneben, Ed. Aber schau, Räder. Gute Arbeit, Jungs. Die Reifen gehören an den Zuckerwatte-Truck. Großartig! Der Zuckerwatte-Truck ist fertig. Wer möchte welche?
Was für eine leckere Süßigkeit. Gute Arbeit, Freunde. Jetzt, wo die Arbeit vorbei ist, können wir spielen. Wow, danke fürs Reinheben, Charlie. Das sieht spaßig aus. Ihr habt heute großartige Arbeit geleistet, Jungs. Viel Spaß im Vergnügungspark. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.